Viel Muskeln, wenig Hirn. Markus ist genau der Typ, den Männer beneiden, aber Frauen nicht haben wollen. Dann schauen wir doch gleich mal, was wir an. Kopfrechnen. Ihr spielt gleichzeitig. Wer zuerst buzzert, darf antworten. Ihr braucht 7 Punkte, um zu gewinnen. Seid ihr bereit? Das war zu voreilig. Das gibt Nachsitzen. Du schaffst das. Klasse gemacht. Der Markus. Ja, an diesem Jungen kommt man eben nicht so leicht vorbei. Verblüffend. Das ging ja fix. Ich bin ungefähr ab der Hälfte nicht mehr mitgekommen. Diese Runde geht an Markus. Richtig. Da hast du ja einiges vorgelegt. Markus quetscht ein Quäntchen Verstand aus seinem Kopf. Reicht wahrscheinlich nicht lange. Ja, das hätte ich auch gesagt. Kann man das noch toppen? Markus hat seine Matheaufgaben hervorragend gestemmt. Faszinierend. Das ging ja fix. Ich bin ungefähr ab der Hälfte nicht mehr mitgekommen. Markus zeigt es allen. Genau. Da hast du ja einiges vorgelegt. Das Training hat sich ausgezahlt. Markus räumt in dieser Runde ab. Das stimmt sogar. Kann man das noch toppen? Nein. Markus, der Riesen-Adam, ist heute unser Adam Riese. Muskeln aus Stahl, Hirn aus Holzwolle. Ja, scheint ja zu funktionieren. Was wird als nächstes gespielt? Flaggen. Ihr spielt gleichzeitig. Wer zuerst buzzert, darf antworten. Ihr braucht 7 Punkte, um zu gewinnen. Kommt euch das bekannt vor? In welchem Land liegt diese Flagge? Auch in diesem Land hat Markus bereits Strandmiezen beim Joggen zugewunken. Zu welchem Land gehört diese Flagge? Goliath gewinnt. Diese Flagge gehört zu welchem Staat? Für die richtige Beantwortung dieser Frage winkt den anderen Spieler nun ein Doppelbonus für die nächste Runde. Stefan drückt aufs Tempo. Der Schatzmeister von Pro7 lässt gar nichts an. Was ist das für eine Flagge? Das war nicht richtig. Nun können sich die anderen Spieler durch die Beantwortung der Frage ein Doppelbonus für die nächste Runde sichern. Könnt ihr noch? Hier kommt die nächste Runde. Und was ist das für ein Land?
Dann müssen jetzt wohl die anderen tippen. Das gibt vielleicht einen Doppelpunkt. Seid ihr unter die Pazifisten gegangen oder was? Die Siegpunkte werden nicht geteilt. Wo gehört diese Flagge hin? Der Markus. Ja, an diesem Jungen kommt man eben nicht so leicht vorbei. Habt ihr diese Flagge schon mal gesehen? Markus spannt seinen Cortex Cerebri an. Welches Land ist hiermit gemeint? Sauber. Darf er das? Darf man Stefan so einfach davonkommen lassen? Irgendwelche Ideen, wohin die gehören? Diese Runde geht an Markus. Kommt euch das bekannt vor? Zwischendurch ist er ja ganz schön ins Schwitzen gekommen, aber am Ende war es ein verdienter Sieg für Markus. Welche Nahrungsergänzungsmittel nimmst du eigentlich, Markus? Ich denke, die können wir auch mal probieren. Das nächste Spiel steht fest und es ist Würfeln. Ihr spielt abwechselnd. Versucht als Erster die 50-Punkte-Marke zu knacken. Aber vergesst nicht, dass die Runde trotzdem immer zu Ende gespielt wird. Keine Punkte in dieser Runde. Die nächste Runde beginnt. Damit liegst du in Führung. Volle Punkte aufgeholt, aber es reicht noch nicht für die Führung. Das war eines Millionärs würdig. Ich fürchte, damit bist du Letzter. Markus hat sich ein kleines Polster erzockt. Der Mann riskiert eben auch mal was.